Hier ist die Pilzabteilung. Auch die Familie eines unseres Gefährten. Ah, wenn man genau hinhört, dieses Summen der Mücken oder was das darstellen soll, auch das ist menschengemacht. Das finde ich so, ich finde das unglaublich niedlich einfach nur. Dazu die chillige Musik im Hintergrund und die schöne Atmosphäre, die Zeichnungen, die Grafik. Einfach schön. Mir gefällt sowas. Ne, ich meine, ich kann auch Shooter spielen und so, aber sowas ist doch manchmal wieder ganz was anderes. An sowas hat man doch echt auch mal Freude. Aha. Hier sehen wir, hier sind zwei Zeitgenossen, die uns anscheinend nicht so wohlgesonnen sind. Ein großer Grimmiger und ein kleiner Grimmiger Pudel, könnte man ihn fast nennen. Aber dahinter ist eine Feder. Wir müssen an diese Feder heran. Was können wir da jetzt machen? Dann gibt es verschiedene Aktionen in manchen Bildschirmen, wo man dann einen seiner Gefährten hier auswählen kann, der dann eine ihm vorbestimmte Aktion sozusagen ausführt. Beispielsweise unser großes Erdnüsschen hier oder was es auch darstellen soll, ich nenne es jetzt einfach mal so. Er ist eher so der Grobschlächtigere, der dann immer mit dem Kopf durch die Wand will. Ja, jetzt in dem Fall aber auch nicht weiterkommt. Dann haben wir hier oben unseren Einflügler. Sieht aus wie das, ist jetzt richtig? Das Samenteilchen von den Linden. Und auch so ein Flügeldings, das man sich immer an die Nase früher als Kind gesteckt hat. Der kann jedenfalls fliegen. Bringt uns in dem Fall jetzt aber auch nicht sonderlich weiter. Dann haben wir noch unser Pilzköpfchen hier. Ja, der hat zwar eine gute Taktik, kommt aber in dem Fall auch nicht weiter. Die sind da relativ massiv in der Gegenwehr. Unsere Buchecker. Kann leuchten, hat quasi die Macht in sich, interessiert aber unsere beiden Jungs hier gar nicht. Und zu guter Letzt unser Stöckchen. Aha! Guck mal einer an. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich in Erinnerung, dass er derjenige ist, der das hier reißen kann. Aber es funktioniert, die Reihenfolge war sozusagen die richtige. Das Beste kommt zum Schluss. Und so haben wir die beiden Jungs jetzt hier auch ausgetrickst. Ha, da guckt er, ha? Genau. Wie bitte? Ah, nee, jetzt nicht. Wir haben unsere zweite Feder, wunderbar. Alles klar. Da fehlt uns ja rein rechnerisch quasi nur noch eine. Und dann kann man jetzt hier mal gucken, hier oben haben wir glaube ich auch noch gar nicht. Genau. Hier unten ist das Löchlein, mit dem wir auch noch irgendwas machen können. Das heißt, wir gucken mal, was hier oben so abgeht. Hier ist ein braunes Blatt, das ist unüblich. Oh. Ich habe jetzt ein zweites Mal drauf geklickt. Ah ja. Was ich nicht so alles hinter diesem kleinen Blatt verbergen kann. Oh, da ist er, da ist er. Schnell! Uiuiuiui. Na toll. Jetzt ist ins Loch gefallen. Jetzt geht's natürlich wieder los. Was machen wir? Gucken wir mal, ob unser Kollege hier reinfliegen kann. Kann er ja. Zieht aber irgendwas raus, was wir nicht gebrauchen können. Oh. Und hat eine wilde Fahrt hinter sich. Nee, das ist es auch nicht. Aber wir haben ein neues Insekt in unsere Kartei aufnehmen können. Was sagt denn Pilzchen? Oh. Nee, das ist es auch nicht. Aber wieder ein neues Insekt. Bringt unser Zweig geäst denn hier irgendwas? Oh, wie auch immer das geht. Nee, aber funktioniert auch nicht. Unsere Buchecke. Aha. Zieht einen ganzen Einsiedlerkrebs aus dem Loch. Ach süß. Guck mal, da ist er. Sehr schön. Wunderbar. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das können wir mit ihm hier machen, aber nee, er kann da reinspringen, genau. Plupp, weg ist er. Und wird wie auch immer von einer Riesenhummel wieder angetragen. Schön. Können wir hier noch was machen? Ach ja, guck mal, hier ist noch einer drin. Hallo? Ah! Na, teilweise muss man auch mehrmals auf die Sachen klicken, damit da noch was passiert. Finde ich auch super geckig, dass nicht alle Sachen sich irgendwie sofort offenbaren. So, und jetzt haben wir alle drei Federn. Wunderbar. Und hier oben können wir ja mal ganz kurz zwischendrin gucken. Immer Wurm, den Einsiedler, Käfer oder was auch immer das sein soll.
Die beiden Jungs sind da. Wunderbar. Alle gesammelt. Sehr schön. Wir führen also unseren Weg nach unten mal fort. So, unser dicker Kollege hier. Wie sieht's denn aus? Machst du mal Platz mit deinen Federflügeln? Na schön, da freut er sich. Und wir uns auch. Super. Klasse, dann können wir unsere Reise ja mal fortsetzen. Und wir treffen auf Pilze mit Augen. LSD-Pilze. Aber Kinder, don't do drugs. Aha, da nimmt mir ein Mauszeiger also die ganze Sache jetzt gerade ab. Nee, auch nicht. Doch. Hä, hallo? Okay. Das ist auch mal eine interessante Erfahrung. Weiter können wir hier auch gar nichts machen. Ne? Das ist einfach nur so zwischendrin, um ja, mal ein bisschen Abwechslung zu bieten. Finde ich super süß. Finde ich klasse. Gefällt mir. Man merkt vielleicht meine leichte Begeisterung für dieses Spiel. Was kommt denn da an? Das ist eine Kastanie, ne? Aha. Er erzählt uns, wie dieser Parasit die Blätter quasi in sich aufsaugt und nur noch eine trockene, staubige Hülle zurücklässt. Ja, und er soll sich wohl in diese Richtung befinden, wenn er von hier geflohen kommt. Schauen wir doch mal nach, was sich hier alles so befindet. Oh ja, Schnecke. Auch gut. Hier oben kommen wir jetzt so gerade nicht ran, ne? Ah ja, da versuchen sie sich alle wie die Verrückten zu recken, aber es geht nicht. Was haben wir denn hier? Eine kleine, kleines Insekt, was... Ah! Da kommt die Schnecke gleich an und will sich diese Frucht schnappen. Ja, und sie ist behäbig. Und sie braucht ihre Zeit. Auch wieder mit interessanten Geräuscheffekten verbunden. Sehr schön, haben wir aufgenommen in unsere Kartei. Und jetzt können wir doch über den Schneckenpanzer hier nach oben. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier so eine Art kleines Minispielchen. Wir können jetzt mit dem Mauspfeil nämlich diese kleine rote Kugel hier quasi ein bisschen bewegen, anstupsen, ohne dass wir großartig was machen. Einfach nur, indem wir die Maus immer da positionieren. Und durch den, ja, Überdruck, nenne ich jetzt mal, der hier scheinbar drin herrscht in diesem Gebilde, wird er dann quasi, wenn wir ihn in die richtige Richtung, also vor diese Löcher hier buxieren, wird er raus katapultiert. Und wir müssen ja hier oben an diesen Schlüssel rankommen. Das ist jetzt unsere nächste, oder noch ist es nicht unsere Aufgabe, aber ich kann schon mal vorhersagen, dass es unsere Aufgabe ist. Wenn wir den so anklicken, dann sehen wir, dass unser fliegender Freund dann keine Chance hat, ranzukommen, weil er jedes Mal wieder weggepustet wird. Und wir müssen aber, wie gesagt, an diesen Schlüssel herankommen. Deswegen versuchen wir den jetzt hier ein bisschen raus zu buxieren. Plupp, da kommen wir hin vor den nächsten. Nein, da sollte das jetzt gerade nicht hin. Wir müssen gucken. Diese anderen Dinger, die hier drin rumschwirren, die versuchen uns natürlich so ein bisschen das Leben schwer zu machen. Wunderbar, da haben wir es geschafft. Da haben wir unseren ersten von 5 Schlüsseln. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo noch direkt explizit die Aufgabe bekommen, diese Schlüssel zu finden. Aber mit dem ersten, den wir jetzt gefunden haben, haben wir sie so oder so. Ich würde fast sagen, wir gehen hier erstmal noch einen Schritt weiter. Ah ja, guck mal, wer da ist. Sehr süß. Wunderbar, auf der Flucht vor den Parasiten, der schon fröhlich da am Werk ist, sich die ganzen Blätter einzuverleiben und nach diesen Baum hier zu töten. Und wir als Fünfer-Trupp natürlich auf der Rettungsmission. Jetzt sehen wir hier ein ganz interessant geformtes Blatt, das wir dann anklicken und mit der Maus rausziehen können. Und sozusagen damit jetzt eine kleine Karte haben. Auch wieder ein super süßes Design, super clever gelöst das Ganze. Das soll jetzt im Prinzip diesen Baum
darstellen mit den Zweigen, die wir bis jetzt schon erforscht haben. Und na, da wo es leuchtet, das ist eben unsere Position. Genau da befinden wir uns gerade. Und dann kann man hier so leicht schemenhaft immer erkennen, was sich denn da sonst noch so befinden kann. Hier oben haben wir diesen den Überdruckbehälter quasi. Hier haben wir die Schnecke und hier den toten Schädel, der das darstellen soll, wahrscheinlich den Parasiten. Sehr schön. Kann uns in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch behilflich sein, wenn wir mehr und mehr Gebiete von diesem Baum hier erkundet haben. Sehr gut. Sind wir im nächsten Bereich? So eine Art Specht. Ja, die können wir ein bisschen füttern. Was hat er noch? Ah, guck mal an. Ja, den kannst du auch fressen. Genau. Gucken, was er noch findet. Ach so. Und rein damit. Sehr gut. Das waren die drei Möglichkeiten. Das würde sich jetzt immer wiederholen, wenn man jetzt noch weiter draufklickt. Was haben wir denn hier noch? Ach Gott. Nächstes kleines Insekt, das aber auch nichts weiter macht, außer sich dann an unsere Sammlung zu begeben. Sehr süß. Gehen wir weiter. Erstmal mal kurz richtig hinsetzen. Sitzposition richten. So, was haben wir denn hier? Jetzt gibt es natürlich auch wieder diverse Möglichkeiten. Wir können nach unten, wir können nach oben. Ich würde sagen, wir fangen mal von oben nach unten sozusagen an. Wir klappern mal erstmal ab, was sich oben alles befindet. Hui, schön. Hier waren wir vorhin, glaube ich, hier ist uns die Kastanie entgegengekommen. Dann gehen wir mal nach rechts, weil da waren wir auch noch nicht. Ah ja. Und hier haben wir so eine kleinen... Tja, die sehen aus wie abgeschnittene Kirschen. Keine Ahnung, was das wirklich darstellen soll. Jedenfalls, wenn man die mit der Maus von unten so ein bisschen antippt oder auch von verschiedenen Richtungen, dann springen sie immer weg. Ohne, dass man großartig was macht. Und da konnte man den einen jetzt gerade so in den Trichter hier reinwerfen und dadurch sind halt bloß einfach noch mehr rausgekommen und wir haben eine neue Karte dazu bekommen. Sehr gut. Guck mal hier. Nö, können wir nichts großartig mitmachen. Aber hier sind so einige. Ach, guck mal da. Sehr schön. Und hier unten? Was machst du noch? Bewegst dich ganz vorsichtig vorwärts. Kein Problem. Immer mit der Ruhe. Und das war's auch schon. Jetzt wackelt er nur noch so ein bisschen vor sich hin. Was haben wir denn hier oben noch? Ach, guck mal einer an. Ein kleines Gelege von diesen... Das sind im Prinzip dieselben Viecher wie unser Begleiter hier, nur anscheinend eine Stufe weiter. Im nächsten Level. Weiterentwickelt. Und sie legen fröhlich Eier, wenn wir auf die Eier klicken. Es schlüpfen neue und legen fröhlich Eier. Hier oben haben wir ein unterschiedlich gefärbtes. Und guck mal, was da rauskommt. Das bringt uns jetzt in diesem Bereich noch nicht viel, aber wir werden gleich feststellen, dass es uns woanders weiterhilft. Denn hier ist er auch wieder. Bewegt sich in diese Richtung fort. Wir folgen. Und siehe da. Siehe da, wir können ihn hier anklicken. Er legt uns drei weitere gepunktete Eier. Die klicken wir wieder an und es kommen erneut drei neue leuchtende Insekten raus. Und einer von ihnen bringt den Schlüssel heran. Wunderbar. Genau das wollen wir. Schlüssel Nummer 2 von 5 haben wir damit erfolgreich eingesammelt. Und hier können wir jetzt im Endeffekt bloß noch fröhlich immer auf die Eier klicken und weitere schlüpfen lassen. Aber das soll jetzt im Endeffekt auch reichen. Können wir noch irgendwas machen? Nee, ne? Hier flattert es nur die ganze Zeit durch die Gegend. Nee, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zurück, besser gesagt. Was haben wir denn hier auf der rechten Seite noch? Ach, jetzt wissen wir nämlich im Endeffekt auch, wofür wir die Schlüssel brauchen. Ach, cool. Da werden wir gerade mitgenommen von einer Riesenhummel. Was ist da
samt Schlüssel.